Ganz liebe Grüße an Annette Janic. So spricht man das. Nicht Janik oder so. Janic. Und bis auf ganz zum Schluss diese Geschichte über ihre eigene Abstammung, das war mir ein bisschen zu chaotisch am Schluss. Aber das ist okay. Aber der Rest war hervorragend geschrieben, hervorragend recherchiert und für mich, die unweit von Passau lebt, eine absolute Antennen, eine absolute Bereicherung, das zu lesen. Ich habe teilweise wirklich immer pausieren müssen. Erstens, aufgrund meiner Schlaganfälle bin ich ein bisschen langsamer unterwegs. Ich muss auch auf mich aufpassen. Ich merke immer, wenn es mir zu viel wird, muss ich mich zurückziehen. Und diese Geschichte ist natürlich auch schon heftig. Hab mich auch sehr an meine Omas und so weiter Vorfahren und das hat mich sehr daran erinnert. Das war teilweise schon auch manchmal echt, ich sag, boah, ich muss jetzt mal eine Pause machen, ich kann es nicht weiterlesen. Aber ich fand es ein sehr, ich finde es ein extrem wichtiges Buch. Ich kann es nur bestens weiterempfehlen, gerade auch den jungen Leuten, sich das mal anzutun. Und dann fällt mir gerade ein, nein, das sage ich jetzt nicht.